Ja, hallo liebe Leute draußen an den Geräten. Herzlich willkommen bei Conny Konrad. Tada, Conny Konrad. Komm, wir legen los. Wir haben uns nämlich was Schönes für Sie überlegt. Also. Yo. If I've forgotten your name, I know I feel the shame. So don't live your life tomorrow, better live your life today. Tada! Sehr schön. Ich leg mich mal neben dich auf die Liege, weil ihr habt es ja so schön. Conny, jetzt ist klar, du bist Musiker. Ja. Und wir müssen erklären, warum ich gerade mitgespielt habe, weil du hast eine Verletzung an der Schulter, ne? Ja, meine Schulter ist im Moment ziemlich kaputt. Fortgeschrittene Arthrose und solche Dinge. Das kriegt man ab 18. Ja. Und das ist als Musiker aber schon eine Katastrophe. Es ist übel, ja. Du machst schon seit 1978 Musik. Da hast du deinen ersten Song rausgebracht, ne? Ja, also Musik mache ich seit ich 4 bin. Da habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und die erste Single mit meiner Schulband Black Lady kam 1978 raus. Der Song hieß Let Me Out. Mit 4 hast du angefangen. Da war die Gitarre ja größer als du. Ja. Warum die Leidenschaft zur Gitarre? Im Alter von 3 habe ich meinen Vater schon verrückt gemacht, dass ich sowas will, wie man im Fernsehen mit den Beatles gesehen hat. Okay. Also das Ding, was man sich um den Hals hängt. Ja. Und das war dann, er hat mir eine Pappgitarre gebastelt, ausgeschnitten. Und ich habe ihm dann relativ deutlich gemacht, dass das nichts Echtes ist. Und den Stress hat er ein Jahr ausgehalten und mit 4 bekam ich dann die erste richtige Gitarre. Was hast du in dem Moment gedacht, wo du das erste Mal eine eigene Gitarre in der Hand hast? Weißt du das noch? Ich glaube, ich habe sogar geweint. Ehrlich? Ja, hat mich das so berührt? Mich hat es so berührt. Ich wusste, das ist es. Also Gitarre ist für mich ein Körperteil. Wir quatschen gleich weiter und Sie schauen sich diesen Mann jetzt bitte noch mal etwas genauer an und überlegen, was der eigentlich hauptberuflich macht. Weil man könnte ja denken, bei dem Erfolg, den du hast, bist du hauptberuflich Musiker, bist du aber nicht. Das erfahren Sie dann gleich, was er eigentlich macht. Und vorher schalten wir in meinen ersten Beitrag und ich freue mich sehr, wir haben eine alte Bekannte getroffen und da freue ich mich sehr, dass ich sie jetzt mitnehmen darf. Ja, Womi, jetzt habe ich alte Bekannte gesagt. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, gell? Nein, ich bin alt und ich bin bekannt. Insofern ist alles okay. Was ist denn größer, das Alter oder der Bekanntheitsgrad? Das sind verschiedene Maßeinheiten, da weiß man nicht, was man sagen soll. Sagen wir so, ich habe jetzt die 5 vorne dran und es ist alles okay, das ist für mich nur eine Zahl. Genau, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass du letztes Jahr 50. gefeiert hast. Großes Jubiläum. Ja. Jetzt bist du gerade mit deiner Show im Sparda Welt Event Center. Ja. Eine sehr, sehr coole Location und du hast die wirklich toll verwandelt. Und wir plaudern jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen, um dich kurz kennenzulernen. Ich habe mich gefragt, wenn so eine Show vorbei ist, was macht dann so ein Star, der Applaus bekommen hat? Was passiert, Womi? Eigentlich schminke ich mich ab, räume auf und gehe nach Hause. Das ist irgendwie völlig unspektakulär. Die meisten denken, da warten noch 20 Groupies irgendwie. Mit der Erwartungshaltung bin ich auch angetreten, als ich den Job gestartet habe. Heute will ich alles zeigen. Heute will ich nichts verschweigen. Heute habe ich vieles im Visier. Und was mich ganz besonders freut, das alles gibt's hier und heute. Eine deiner größten Herausforderungen ist wirklich, dass du unter diesem Wahnsinnskostüm schwitzt wie Bolle, ne? Ja, weil ich meine, das Gesicht ist abgedeckt mit Make-up, schichtenweise. Die Frisur ist plastisch, das ist heiß. Das Kostüm ist plastisch, das ist heiß. Die Strumpfhosen sind plastisch. Das heißt, der Körper kann nur über den Oberarm atmen und das ist relativ wenig. Aber du hast doch bestimmt so Personal, was hier so zufächert und was dich abschminkt und die Füße danach massiert. Ja, genau das. Ich schlafe in goldenen Leintüchern, ich habe einen Personal Coach, ich habe einen Lifestyle-Berater, ich habe einen Fahrer, ich habe einen Maskenbilder, ich habe einen Masseur, ich habe einen Lustknaben, ich habe alles. Ich möchte ganz, ganz herzlich Danke sagen. Respekt an euch, dass ihr es geschafft habt, heute zu diesen schweißtreibenden Temperaturen hier zu mir ins Sparda Welt Event Center zu kommen. Das beschämt mich richtig, aber ich finde es klasse. Ja, wir sind auf einer Ebene. Ihr konsumiert, ich liefere. Das wird super. Jetzt auf einmal. Wenn ich auspacke, packst du ein, das kann ich ja sagen. Nein, ich... Danke, dass wir einen kurzen Einblick bekommen haben. Viel Erfolg mit deinem Programm. Ja, danke schön. Und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Gell? Ich freue mich aufs Wiedersehen. Wir werden uns erkennen. Danke vielmals.
Ja, und wenn Sie Karten für Vomi Wonder haben wollen, sollten Sie sich beeilen. Die spielt noch den ganzen August in der Sparda-Welt im Eventcenter hinterm Hauptbahnhof in Stuttgart. Aber Tickets, da muss man sich tatsächlich beeilen. Wir sind immer noch bei Conny Konrad. Du bist hauptberuflich tatsächlich nicht Musiker, sondern Kriminalhauptkommissar? Erster Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt in Stuttgart. Wahnsinn. Das jo. Passt nicht. Stimmt. Wer bist du denn jetzt wirklich? Bist du jetzt der Polizist oder bist du der Musiker? Ich bin als Musiker geboren und ich werde auch als Musiker sterben. Mhm. Und alles, was zwischendrin passiert, sind Zugeständnisse an das Leben. Das heißt, als ich 1978 nach dem Gymnasium mit meinem Schlagzeuger nach Amerika auswandern wollte, hat mein Vater, der selber Polizist war, einen Schlag getroffen und gesagt, bist du wahnsinnig. Und habe dann immer gemerkt, dass es durchaus parallel geht, einerseits einen sehr sinnvollen, sozial sinnvollen Job zu machen und andererseits die Musik zu verwirklichen. Hast du auf der Wache auch schon mal ein Konzert gegeben? Da greife ich dann ab und zu dann schon auch mal zur Gitarre, ne? Bei irgendeinem Jubiläumsfest oder so. Ja, sehr schön. Das ist natürlich klar. Gell? Super. Conny, wir müssen gleich mal wieder ein bisschen mehr in den Schatten rücken, okay. Weil während unseres Gesprächs bist du immer mehr in die Sonne gerückt. Sie schauen jetzt mal ganz kurz ein bisschen Werbung an. Wir rücken in den Schatten und quatschen gleich weiter. Ja, und wir sind zurück bei Conny Konrad und ich möchte jetzt mal ganz kurz erklären, Sie sehen mir immer mal wieder zwischendurch durch die andere Kamera eine riesengroße Quietscheente. Wer ist das, Conny? Das ist Quacki. Quacki. Unser neues Familienmitglied. Ja, sehr schön. Braucht viel Luft, freut sich aber des Lebens hier, ne? Das ist sehr schön. Aber das Lebensfreude ist ein gutes Stichwort, weil du machst einen äußerst zufriedenen Eindruck. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, ist das so, dass du sagen kannst, ja, alles gut gelaufen? Es gibt kein Leben, in dem alles gut gelaufen ist. Ich denke, ich bin ein ziemlicher Dickkopf und ein unwahrscheinlich großer Optimist. Also die Energie, am Ball zu bleiben, an dem, was man tun möchte, zahlt sich letztendlich aus. Das funktioniert. Und in der Summe, klar, bin ich ehrlich, hochzufrieden. Also das heißt, du siehst alles immer sehr positiv. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dein Erfolgsrezept und hast dich jetzt quasi mit diesem Jubiläumsalbum belohnt. Ja, genau. Kannst du in einem Satz sagen, was ist das Besondere an diesem Album zu dem, was du bis jetzt an Musik gemacht hast? Das Besondere ist, dass ich mir bei jedem Titel bis ins letzte Detail Zeit genommen habe, dran zu feilen. Dass ich endlich mal wieder Songs gemacht habe, die über 10 Minuten lang sind. Dass ich quasi bis zur Perversion, im positiven Sinne, Orchester-Sounds von der einzelnen Violine, also das Gesamtarrangement, einzeln eingespielt habe, dass du wirklich, weil die Sounds sind ja von echten Orchestern gespielt, sogenannte Samples, dass du wirklich denkst, dich erschlägt jetzt hier ein Orchester. Ja, das wollte ich einfach mal zeigen, dass ich das mittlerweile drauf habe und ein hochprofessionelles Studio betreibe. Also nicht so Home-Studio und so jetzt irgendwie und so Billig-Samples oder so, sondern ich habe bei allem jetzt nur noch vom Feinsten und das hört man. Das wollte ich einfach mal zeigen. Ja, Conny, sehr spannend. Wir schalten in meinen nächsten Beitrag. Wir waren am Wochenende unterwegs und zwar auf einem coolen Event. Und was da los war, sehen Sie jetzt. Ich bin eine Rakete auf Kollisionskurs mit dem Mars. Ein Satellit außer Kontrolle. Eine Sexmaschine bereit zum Durchladen. Eine Atombombe kurz vorm Explodieren. Halt mich bitte nicht auf. Ich hab grad den Spaß meines Lebens. Juhu! Haben Sie den Song erkannt? Nein? Dann noch etwas Geduld, die Auflösung kommt gleich. So viel sei schon mal verraten. Es handelt sich um die deutsche Übersetzung eines bekannten Popsongs. Und genau das ist das Prinzip von Pop und Poesie in Konzert. Hits der vergangenen Jahrzehnte werden auf besondere Weise präsentiert. Sprecher und Schauspieler tragen zuerst den deutschen Text vor. Eine Liveband spielt dann den Text im Original vor. Ausgedacht hat sich das Ganze Radiolegende Matthias Holtmann, der auch heute noch mit auf der Bühne steht. Wir erklären den Leuten, was in dem Lied passiert, was die Story bedeutet. Und dann hören sie das Lied mit anderen Augen und anderen Ohren. Das ist eine endlose Geschichte, weil es gibt ja endlos Popmusik. Das könnte 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre lang machen. Gut, die 30 sind noch nicht voll, aber seit inzwischen 10 Jahren begeistert Pop und Poesie so das Publikum.
Eine der Stationen ihrer Jubiläumstour durch Baden-Württemberg war dabei auch die Sparda-Welt-Freilichtbühne Killesberg in Stuttgart. Dass hier in Zukunft überhaupt noch Konzerte stattfinden, stand längere Zeit auf der Kippe. Im vergangenen Jahr machten Schlagzeilen die Runde, die Freilichtbühne sollte geschlossen werden. Ende 2017 übernahm aber die Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart als Betreiber die Bühne und entschied sich zum Erhalt und zur Renovierung. Unter anderem sitzen die Besucher jetzt auf neuen Holzbänken und auch die Finanzierung soll gesichert sein. Die Sparda Bank ist da wirklich ein toller Partner und somit werden wir auch in Zukunft die sogenannte Sparda-Welt-Freilichtbühne in Stuttgart auf dem Killesberg haben mit einem starken Partner, der uns natürlich auch bei diesen Renovierungsthemen finanziell unterstützt, dass wir eben diese Freilichtbühne immer auf dem Top-Niveau haben können, dass eben die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region die schönste Veranstaltungs-Open-Air-Fläche in Deutschland letztendlich auch besuchen dürfen. Das freut auch die Künstler. Dieses Ambiente mitten im Park, man kommt ein bisschen früher, trinkt noch was, trifft Freunde hier, findet sich langsam vor der Bühne ein. Das ist eine ganz tolle eigene Atmosphäre. Ja. Und bin froh, dass niemand sich durchgesetzt hat, der wollte, dass das Ding hier abgerissen wird. Das muss einfach bleiben, es ist zu schön. Da werden sicher auch die rund 2000 Besucher zustimmen, die in diesem Ambiente das Konzert von Pop und Poesie genießen durften, unter anderem mit Songs von Tina Turner. Aber, und erinnern Sie sich noch an den Anfang? Ian, halt mich bitte nicht auf! Queen. Don't stop me now, I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, if you wanna have a good time. Ja, und während Conny nicht mit seiner Frau, sondern mit Abby knuddelt, das ist nämlich euer Hund, ne? Ja, mein Schnuggi. Sag ich schon mal, wir sind am Ende der Sendung. Conny, vielen Dank, dass wir einen Einblick in dein Leben kriegen durften. Ja. Und meine Sendung endet mit zwei Veranstaltungstipps. Mhm. Und deinen darfst du jetzt bitte in die Kamera sagen. Also ich würde vorschlagen, man macht nichts Falsches, wenn man zu einer meiner Lieblingssängerinnen geht, nämlich zu Lorena McKennitt. Ist noch ein paar Monate hin, die ist am 2.4., also nächsten April 2019, in der Liederhalle in Stuttgart. Und da wird man mich auch finden. Ja, sehr schön. Und mein Tipp ist ein bisschen näher, und zwar jetzt am Wochenende in Bietigheim-Bissingen ist ein Sommer-Open-Air. Da sollten Sie auf jeden Fall auch hingehen, wenn Sie mal eine coole Veranstaltung erleben wollen. Conny, alles Gute. Super. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und lassen Sie es gut gehen. Und bis dahin, tschüss, und wir entspannen noch ein bisschen, oder? Weil bei euch klappt man so nach hinten. Ah, sehr schön.